Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 12. März 2022. Wir haben minus 3 Grad Außentemperatur und es ist, naja, würde ich sagen, ziemlich windstill, wenn wir hier auf die Wipfel oder auf die Astspitzen achten. Hier, da ist, würde ich sagen, maximal, ja, hier ein bisschen, ganz leichte Bewegung sehen wir. Und ich kann es euch verraten, ich habe die Schwurbelkurbler vorhin schon untersucht. Hier sehen wir im Hintergrund einen in rosa gehüllt. Wo ist er? Da sollte er sein. Hier sehen wir sogar 3 Stück von ihnen, aber ganz schlecht, ganz schlecht. Es ist halt bei diesen Lichtverhältnissen die Scharfstellung noch ein bisschen ein Problem. Dafür sehen wir hier ein paar wunderschöne Masten im Hintergrund, Strommasten, und im Vordergrund einen wundervollen Handymasten. Das beruhigt auch schon ein wenig. Hier sehen wir noch einen Kurbler, der auch sehr ambitioniert mit seinen Windmühlen schaufelt. Ja, ich würde sagen, das Problem der ausbleibenden Energielieferungen aus dem Osten wäre hiermit gelöst. Wir können uns, wie gesagt, auf unsere Grünzlinge verlassen. Experten der Oberklasse, der Sonderklasse, direkt aus der Sonderschule, also großartige Entwicklungen, die wir hier haben. Und ich schaue nur, dass ich sozusagen nicht stolpere. Schauen wir hier mal zu unseren, hier sieht man die Sonne fast besser. Ja. Hier sieht man die Sonne besser. Oberhalb sehen wir einen kleinen Streifen. Da fliegt auch jemand oberhalb, wenn wir genau schauen. Aber mit einem können wir leben. So, jetzt schauen wir nochmal den Schwurbelkurbler-Check. Aha, da sehe ich schon den zweiten oben. Interessant. Hier, dreht sehr ambitioniert. Moment, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Jetzt haben wir ein schönes Bild. Also der Lügencheck wieder einmal positiv. Unterhalb sehen wir einen Handymast links unterhalb, und genau hinter dem Masten des, oder Pfosten, oder wie man sagt, dieses Turmes des Schwurblers ist ein zweiter zu erkennen im Hintergrund. Und der zweite ist hier gleich in der Nähe. Ja, hier sehen wir die roten Blätterschaufeln. Genau, ein Wunder ist geschehen. Ja, und wir sehen hier das nächste Wunder hier oberhalb. Ich habe schon befürchtet, sie hätten heute auf uns vergessen. Zum Glück sind sie wieder aktiv, das freut uns natürlich sehr. Aber schauen wir, vielleicht wird es heute trotzdem ein schöner Tag werden. In dem Sinne, ja, da ist schon der nächste hier. Da ist schon der nächste hier zu erkennen. Na, da sind schon 3 jetzt unterwegs, die wir gesehen haben. Sehr diskret, in hoher Entfernung. Sehr klug, sehr clever. Dadurch tragen sie Schicht um Schicht auf. Und die Leute schlafen ja noch und merken daher gar nichts. Okay, 13 Uhr, Baden, Hotel Sacher. Wenn du Lust hast und Zeit hast, ein paar Stündchen in der Kälte zu verbringen, weil es wird heute frisch bleiben, aber trotzdem wird es wahrscheinlich sonnig sein. In dem Sinne, weiter geht's mit einer Sonne-Neptun- Konjunktion, ein Jahreshoroskop. Ende.